Dramatische Szenen in der japanischen Stadt Kurashiki. Der Ort im Westen der Hauptinsel Honshu ist nach heftigen Regenfällen überschwemmt. Fast 2000 Menschen waren am Sonntag von den Wassermassen eingeschlossen, rund 130 von ihnen allein in einem Krankenhaus. Mit Helikoptern und Booten wurden die Menschen in Sicherheit gebracht. Kurashiki mit seinen rund 500.000 Einwohnern gehört zu den Regionen, die am schwersten von der Unwetterkatastrophe in Japan betroffen sind. Seit Donnerstag ist im Westen des Inselstaates dreimal so viel Regen gefallen wie sonst im ganzen Monat Juli. Rund 2 Millionen Menschen mussten ihre Häuser verlassen. Dutzende Menschen sind durch Erdrutsche und Überschwemmungen ums Leben gekommen. Die Behörden sprachen am Sonntag von mehr als 80 Toten. Zahlreiche Menschen werden noch vermisst. Für Montag sind weitere Regenfälle vorhergesagt.